Ja, morgen auch von mir. Mein Name ist Daniel Schneller, ich bin der Linke auf der Folie. Der Rechte hat sich entschieden, kurzfristig Nachwuchs zu bekommen und deswegen gesagt, er lässt mich dann gerne auch alleine gehen. Private Cloud mit Open Source, das ist so der Titel, der da steht. Der eigentliche Titel, den wir haben wollten, wäre eigentlich der. Man sieht das auch auf dem Notebook, ist ein Aufkleber drauf. Also dieser Ausspruch ist im Rahmen des Aufbaus so oft gefallen, dass wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich eine Firma draus gründen, die so heißt und die sich mit dem Thema Open Source Software beschäftigt. Also das, was folgt, ist so ein bisschen der, naja, ich sag mal, so eine Berichterstattung, will ich es mal nennen, so aus dem täglichen Wahnsinn dessen, was wir so tagtäglich machen im Betrieb eines Cloud-Systems, das gar nicht mal so riesengroß ist. Also es kommt gleich im Detail noch. Jetzt mal zur Frage vielleicht, ja, wer ist denn dieses Wir, diese zwei Leute, die da stehen? Wichtigster Punkt, Twitter-Handles. Ich mache seit 98 oder so, habe ich Informatik studiert, Wirtschaftsinformatik und habe seitdem so im Prinzip alles mal gemacht. Java-Entwicklung lange Jahre, Datenbankadministration, viel mit MySQL, da auch riesen Replikationsszenarien betrieben, dann ein bisschen iOS gemacht und dann so, ja, wie die Jungfrau zum Kind in dieses Thema Infrastruktur mehr mit reingerutscht und dann OpenStack, Ceph, Cloud, Infrastruktur, Heini, was es so alles da gibt. Für den Kollegen gilt Ähnliches, abzüglich der Datenbank-Episode in der Mitte, aber da er nicht da ist, brauche ich ihn auch nicht vorstellen. So, was machen wir? Wofür jetzt so? Cloud ist ja erstmal sehr unspezifisch. Ganz zu Beginn, so sieht das Produkt aus. Das heißt, Center Device, ganz zu Beginn war das so als Dropbox-Alternative gedacht für insbesondere die sorgenvollen deutschen Mittelstands- und größeren Kunden, die halt sagen, naja, Amerikaner, NSA, Verschlüsselung, alles so eine Sache. Wir möchten unsere Daten eigentlich nicht so gerne irgendwo in die Cloud legen, weil man da nicht weiß, wer da alles mitlesen kann. Und da haben wir gesagt, naja gut, wir hatten Kunden aus dem Bankenversicherungsumfeld schon, die sagten, können wir da nicht sowas Ähnliches bauen wie Dropbox, weil de facto die Mitarbeiter das natürlich benutzt haben und davon wollte man so ein bisschen weg. Ja, und das hat sich dann weiterentwickelt, mehr zu so einer Art, der Schlagwort war mal iTunes für Dokumente, also ich werfe da so Zeug rein, nahezu beliebigen Format, sage ich mal, und dann tun wir dem alle möglichen Sachen an, so OCR und Volltextextraktion, Formatkonvertierung und hast du nicht gesehen, und verbinden das so mit Nutzermanagement, Sharing, öffentlichen Freigaben, da gibt es dann so eine Webanwendung zu, es gibt Mobile Clients dazu, die REST-API kann man, wenn man sich mit uns mal einen Augenblick unterhalten hat, benutzen, um das auch in eigene Produkte zu integrieren. Naja, und das ist so diese ursprüngliche Dropbox-Geschichte, hat sich dahin entwickelt. So, und wo kamen wir da jetzt her? Ich will da jetzt gar nicht auf das Produkt im Detail so weit eingehen, da kommt gleich noch ein bisschen was zur Architektur. Wo kamen wir da her? Naja, das ist also eine Java-Anwendung primär mal, die da geschrieben wurde, basierend so auf Tomcat und ein bisschen Frameworks ringsherum. Datenhaltung in MongoDB, Suchen mit Elasticsearch und ursprünglich die Ablage der eigentlichen Dokumente, also das, was so die Kunden tatsächlich hochladen an Word-Files, PDFs, AutoCAD, alles Mögliche, wurde in einem GlusterFS abgelegt und ringsherum halt noch so ein Strauß weiterer Open-Source-Tools. Das Ganze lief auf 4x Blech, weiß nicht mehr genau, Dell R510 oder sowas, und dazu noch so zwei weitere für Mail und ein bisschen Monitoring und was man so sonst noch hatte. Aber so ganz klassisches Setup, so echte Maschinerie im Schrank und darauf dann Linux und die Applikation. Und damit sind wir so ungefähr 2 Jahre gefahren und da schmerzte das aber so an allen möglichen Ecken und Enden. Und dann haben wir gesagt, also das kann so nicht weitergehen, davon müssen wir weg. Was war jetzt da konkret los? Ein Punkt, ungleichmäßige Auslastung der Hardware. Also die vier Maschinen hatten alle den gleichen Stack installiert und damit war man auch irgendwo festgelegt. Man konnte jetzt nicht sagen, ich brauche zum Beispiel nur für dieses Document Processing, was so diese Formatkonvertierung macht oder so, da hätte ich gerne mal noch ein bisschen mehr Hardware zu. Das war einfach so von der Architektur her nicht vorgesehen. Das konnte also dazu führen, dass eine Maschine qualmt und die anderen sich langweilen und man keine wirklich gute Möglichkeit hatte, das irgendwie umzuverteilen.
Insgesamt dieses Thema Skalierung, also die einzelnen Komponenten, die da drin verbaut sind, haben halt sehr unterschiedliche Anforderungen an die Skalierung. So eine MongoDB, die wir da drin hatten, mit den drei beteiligten Knoten, die war jetzt nicht furchtbar beeindruckt von der Last, aber gerade dieses ganze Konvertieren, was dann so mit ImageMagick und FFmpeg und so weiter abläuft, also das profitiert natürlich schon davon, wenn man das breiter verteilen kann. Genauso die Suchmaschine. Ja, aber was so der Hauptschmerz, der uns davon wegtrieb, war das GlusterFS. Das, vom Aufbau her funktionierte das so, dass jedes Dokument, was reinkommt, eine UUID verpasst kriegt und dann wurde so an 3-4 Stellen in der UUID aufgesplittet, so ein Verzeichnisbaum aufgemacht, wo dann die Dokumente dann abgelegt wurden, inklusive allem, was wir noch so an zusätzlichen Artefakten dazu erzeugen, ne, wie schon gesagt. PDF-Version, Preview-Bildchen etc. pp. Es gab also sehr schnell einen sehr, sehr breiten, aber auch relativ tiefen Verzeichnisbaum. Und das war so von der Performance her eine absolute Katastrophe. Das Traversieren über diesen Baum, was schon mal nötig ist, um so Integrität sicherzustellen, das ging also in die Stunden hinein. Und insgesamt haben wir so festgestellt, für das überwiegende Abspeichern von kleinen, dafür aber sehr vielen Files, eignete sich das Ding also gar nicht. Ja, und insgesamt war dieses ganze Setup so ein bisschen historisch gewachsen, hatte so andere Schwierigkeiten, da will ich jetzt nicht weiter noch drauf eingehen, aber wir hatten auf jeden Fall einen echten Pain und wollten jetzt von diesem Setup weg. Das muss ja alles irgendwie besser gehen. Was stellten wir uns da so vor? Das haben wir so auf der grünen Wiese angefangen zu planen, haben gesagt, naja, so Cloud ist eigentlich eine gute Sache. Alle machen Cloud, das kann ja so schlecht nicht sein. Dann haben wir gesagt, gut, dann gucken wir mal, was man so machen kann, um selber Clouds zu bauen. Und Virtualisierung. Basis OpenStack, klingt da ganz vernünftig. Dann möchten wir aber auch so ein bisschen Storage anders lösen, als das mit dem Cluster gelöst war. Das Ganze soll deutlich leichter erweiterbar und insbesondere flexibler erweiterbar sein, als das, was wir bisher hatten. Und wir wollten insbesondere diese All-in-One-Maschinen, die wollten wir also deutlich aufsplitten und damit irgendwie zielgerichtetere und irgendwie bedarfsgerechtere Maschinen basteln. So perspektivisch, da wo es sinnvoll ist, da war ja der Talk hier vorher im gleichen Raum gerade, ist halt noch das Ganze, wo es sinnvoll ist, irgendwie vielleicht den Docker-Container aufzuteilen und dann eben entweder auch wieder in VMs laufen zu lassen oder möglicherweise für bestimmte Aspekte wieder auf Bare-Metal-Hardware zu gehen, aber da sind wir noch nicht angekommen. So. Was unterscheidet jetzt so diese Private Cloud von so einem klassischen Rechenzentrum, das ich da vielleicht ohnehin schon im Keller stehen habe? Zum einen haben wir mit der Virtualisierung keine dedizierte, also andersrum, im klassischen Rechenzentrum oftmals dedizierte Server für dedizierte Aufgaben. Ich habe da irgendwo einen Domain-Server, ich habe einen Mail-Server, ich habe vielleicht einen SQL-Server und so weiter und so fort, jeweils mit eigener Maschinerie. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, na, ich müsste mal für so ein Testprojekt ein bisschen spielen, ich brauche mal schnell 5-6 Server, dann geht sofort der Beschaffungsprozess los und ist dann überhaupt gerechtfertigt und jada, kennt man alles. Wohingegen man sich so bei Amazon mal eben schnell ein paar Instanzen zusammenklickt und wenn man die nicht mehr braucht, schmeißt man sie weg und dann hat das halt genauso viel gekostet, wie man es auch benutzt hat. Das war, ist halt so im klassischen RZ nicht der Fall. Und das Ganze auch jetzt nicht nur auf Maschinen bezogen, sondern auch so Netzwerke. Ne? Also das eine, wenn ich irgendwo einen Server hinstelle oder vielleicht auch 5, aber die müssen ja auch miteinander irgendwie reden. Auch das ein Riesendrama, wenn ich das so in echter Physik machen will. Also großes Thema Hardware-Abstraktion. Und damit dann eben auch eine bessere Auslastung der Hardware, die ich habe, wenn ich die einfach zielgerichteter mit mehr Maschinen aus verschiedenen Projekten vielleicht bewerfen kann. Und auch natürlich den Erfolgsfall mal vorausgesetzt, die Applikation in unserem Fall zieht so richtig dran und wir brauchen einfach mehr Ressourcen, um dem wachsenden Dokumentenvolumen irgendwo gerecht zu werden. Naja, dann kann ich das halt hoffentlich, wenn ich so virtualisiere und alles so ein bisschen auf einem höheren Level mit der Applikation fahre, unten drunter Erweiterungen machen, ohne dass das jemandem notwendigerweise auffällt. Wie sieht so diese Virtualisierung insgesamt aus? Kein Vortrag ohne Schichtenmodell. Unterste Ebene die tatsächliche Hardware, die, wie sie im Schrank hängt. Da oben drauf irgendeine Form von Virtualisierungslayer, der sich sowohl um das Thema Computing, das ist so der mittlere Teil, wo man so als erstes mal dran denkt, virtuelle Maschinen, aber auch Netzwerkvirtualisierung und Storage-Virtualisierung kümmert. Alles Aspekte, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Und darauf aufsetzend dann so eine virtuelle Umgebung, das ist das, wo ich gerade so sprach, von irgendein Projekt braucht mal, vielleicht auch nur zeitweise,
ein gewisses Set von Ressourcen. Dann kann ich das in so einer virtuellen Umgebung, kann ich so eine virtuelle Umgebung bereitstellen und da oben drauf laufen dann irgendwelche Applikationen. So, wir haben das jetzt einmal konkret tatsächlich ja gebaut für unser Produkt und jetzt stelle ich mal so gerade vor, was wir da an konkreten Dingen im Einsatz haben, um dann so im späteren Teil des Vortrags auf diesen alles kaputt Teil mal einzugehen. Vielleicht mal erst nur so, was haben wir da? Ich sagte eben, das ist gar nicht mal so riesengroß. Es gibt so einen Schrank voll Hardware, fast voll. Da sind so diverse Maschinen drin. Da gibt es vielleicht gleich noch das ein oder andere bessere Bild. Das sind also einmal zwei OpenStack Cloud Controller, vier Storage Nodes, die mit Ceph für Speicherplatz sorgen. Sechs Computing Nodes, die tatsächlichen VMs laufen lassen und Arbeit leisten. Das Ganze ist mit 1 Gigabit Netzwerk, alle Hardware, vielleicht kann man es sehen, da sieht man so ein bisschen das Logo, das ist alles Dell-Zeugs, inklusive der Switche, die da paarweise drin sind. Die sind zwei Stück als MLAG-Verbund und dann jeweils die Gigabit-Kabel paarweise für Ausfallsicherheit und Erhöhung der Bandbreite auf 2 Gigabit. Einen separaten Switch für so Management-Konsolen, IDRAC, wie das bei Dell heißt. Und diverse Netzwerkkarten in den Maschinen, also jede der Maschinen hat drei Bonds A2 Kabeln, sprich sechs Interfaces plus dieses Management IDRAC Interface, die sich dann auf die entsprechenden Switche verteilen und mit einem Sträußchen von WLANs nochmal logisch untergliedert sind. So das Ganze von hinten. Noch ein bisschen was von vorne, man sieht, da ist die ein oder andere Festplatte drin. Interessanterweise, hier sieht man, da sind Lämpchen an, hier unten sind keine Lämpchen an in diesen Maschinen. Die Festplatten sind aus Gründen, die wir schmerzvoll lernen durften, derzeit nicht in Benutzung. Das Ganze nochmal hier Switch, oben dieser Management-Switch und dann die beiden anderen. Man sieht das so, die drei Bonds in verschiedenen Farben, das sind dann jeweils ein Kabel oben, ein Kabel unten, gehören zu einer Maschine, um die ausfallsicher anzubinden, sodass wir also so einen Switch-Ausfall verkraften können oder auch wenn ein Kabel nicht richtig steckt oder irgendwie sowas in der Art. So, jetzt haben wir da diese ganze Hardware im Schrank stehen gehabt, haben wir uns natürlich vorhin ein bisschen was bei gedacht und hatten da einen tollen Plan. Und gesagt, naja, also erstmal Baseline-Benchmarking, erstmal gucken, funktioniert das ganze Zeug überhaupt. Kann ich nur dringend empfehlen, insbesondere vorher definieren, was man eigentlich so erwartet, denn erstmal nur messen und Zahlen rausbekommen, das ist ganz schön, aber dann weiß ich halt nicht, ob die Zahlen gut oder schlecht sind, wenn ich mir nicht vorher ein paar Gedanken gemacht habe. Wenn ich die einmal sehe, kann ich mir die immer irgendwie zurecht argumentieren, dass die gut sind. Also wir haben in diesen Storage Nodes, von denen ich da gerade sprach, jeweils 12 Platten A4 TB, sind also in Summe so Pi mal Auge 175 Terabyte Bruttokapazität. Und genau. Und dann haben wir da so einen kleinen Benchmark gemacht und haben gesagt, na gut, wir schreiben mal so 10 GB Nullen, so mit ODirect und allem Pipapo auf dieses XFS, was da drauf ist. Erstmal auf eine und dann auf alle parallel und dann lesen analog dazu auch. Und jetzt guckt man sich da so den oberen Benchmark an und sieht, naja, so der Hersteller sagt halt so, gibt ja so irgendwelche Größenordnungen an für Sequential Speed, was so eine Disk herkriegt. Und da waren wir dann relativ zufrieden, weil das relativ nah dran ankam. Bei einer Disk und dann haben wir gesehen, naja, wenn ich jetzt alle 12 gleichzeitig mache, würde ich jetzt erstmal naiv erwarten, dass ich diesen oberen Wert mal 12 und dann müsste ich ja da so den Gesamtdurchsatz irgendwie haben. Stellt sich raus, mache ich das mit allen, sacken die ein. Weil da sind ja noch so Sachen drin wie Controller und Busse und so und dann saturierte das also dann nicht mehr auf der Disk, sondern in dem Teil davor. Hätten wir das jetzt nicht vorher mal gemacht, naja, hätten wir uns vielleicht hinterher gewundert, warum das Ganze nicht so performt, wie wir es wollen. Damit hatten wir jetzt erstmal so einen nackten Wert, um dann auch zu gucken, wir hatten ja keine Erfahrung mit Ceph, dass wir dafür den Storage verwenden, wie wirkt sich denn das so aus? Das ist der gleiche Benchmark, ähnlicher Benchmark, nochmal mit Ceph-Mitteln in Bosun aufgetragen. Auch hier, so sieht man diese, auf den vier Nodes, jeweils diese Schreib- und Leseoperationen oder andersrum. Insbesondere hier so I/O-Weight-Werte, wann schlage ich da an Grenzen an? Also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, ich will jetzt gar nicht zu sehr in die ganzen Zahlen ins Detail eingehen. Wichtig ist, erstmal seine Hardware vermessen und sich darüber klar werden, was die so kann. Denn wenn ich dann hinterher 10 Layer-Applikationen oben drauf gebaut habe und Virtualisierung dazwischen und dann performt irgendwas nicht, habe ich im Prinzip keine Chance mehr herauszufinden, auf welchem dieser Levels das ist, gerade wenn da Produktion drauf läuft.
Gleiches Thema Netzwerk. Haben gesagt, naja, man nimmt ja so 2 Gigabit, dann bindet man die zusammen, schön in so ein mit LACP schön gebondetes Interface und dann geht da richtig der doppelte Speed drüber von dem, was da so ein Kabel kann. Das haben wir da mal ausprobiert. Da sieht man hier so den Auszug aus der Netzwerk-Config, aus der Network-Interfaces, insbesondere hier Layer 3.4 benutzen, damit auch wirklich nicht nur auf MAC-Adressen basiert das Kabel ausgesucht wird, was zwischen 2 Rechnern sonst immer relativ langweilig und zu einer ziemlich vorhersagbaren Entscheidung führt. LACP anschalten, welche Interfaces da rein, große Frames anschalten, also so allerlei Dinge, wo man sagt, naja, das gehört so zum guten Ton. Und dann messen wir das mal durch und siehe da, tatsächlich kommt da so ziemlich genau eine Verdopplung raus, wenn ich das mit einer oder mit 2 Streams mache. Da waren wir also relativ zufrieden mit. So, CPUs ausgemessen haben wir jetzt nicht, also da sind wir mal davon ausgegangen, dass das, was halt draufsteht, sozusagen von der, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich die sinnvoll quantifizieren und vergleichen sollte, ob die schneller ist oder langsamer als das, was Intel draufschreibt. Insofern geschenkt. So, damit hatten wir so die Basis, die Erwartung, was wir von unserer Hardware so voraussetzen können und haben dann angefangen, drauf Software zu installieren. Und ich fange mal an mit, wer kennt Ceph? Okay, ist schon gar nicht so wenig. Er hat das so produktiv irgendwie im Einsatz. Auch nicht verkehrt, sind immerhin auch noch 2-3 Leute. Das finde ich ja schon mal gut. So mal Tagline von deren eigener Website, Buzzword Bingo at its best. Das Schöne ist, das funktioniert weitestgehend auch, das, was da steht. Also das ist jetzt gar nicht so weit weg von der Realität. Das Ding war früher eine eigene Firma, ist inzwischen von Red Hat übernommen. Vorher hießen die Inktank. Und da gibt es jetzt dann einmal die Open-Source-Variante und das Ganze auch nochmal als Red Hat-Produkt mit klangvollem, sehr langem Namen, den ich gerade nicht auswendig weiß. Das Ganze ist so ein hochskalierbares Storage-Cluster, insbesondere auf Commodity-Hardware, also jetzt nicht irgendwo so sahnenmäßig, sondern ich hänge da halt, wie eben gesehen, so Dell-Server in den Schrank. Und das Ganze hat keinen Single Point of Failure. Die behaupten, dass das so bis zu Exabyte-Größe skaliert. Naja, Petabytes, mit 2-stelligen Petabyte-Bereichen, haben die Leute vom CERN schon mal ausprobiert und hatten da ein bisschen Schmerz mit, aber prinzipiell, wenn man es dann richtig anstellt, geht es. Und es ist anders als GlusterFS in der Lage, sich auch von selber erweitern zu lassen. Also steck einfach Hardware hinzu und dann passieren die richtigen Dinge, während ich das bei Gluster ziemlich manuell machen müsste. Das ist so der Komponentengraph. Ich gehe nicht auf alles ein. Wichtig ist nur, es gibt einmal so eine so RADOS, das ist so die unterste Schicht sozusagen. Gibt es eine C-Library obendrauf, das ist dieser blaue Teil, da kann ich meine Applikationen gegenfahren, wenn ich das direkt programmieren möchte, also da habe ich alle Freiheiten. Oder aber ich bediene mich des RADOS-Gateways, was so eine S3-kompatible API anbietet. Block-Devices kann ich drauf machen und es gibt auch noch ein Filesystem, das CephFS, was kontinuierlich und dauerhaft von den Ceph-Leuten selbst als fast fertig bezeichnet wird. So, eine der wichtigsten Komponente vielleicht, so, zumindest von der Anzahl her bei Ceph, sind die sogenannten OSDs, Object Storage Devices, beziehungsweise ihre zugehörigen Daemons, vulgo Festplatte. Ich habe jetzt da eben gesagt, 12 Platten in einer Maschine, dann laufen da 12 so Daemon-Prozesse, jeder kümmert sich um eine Festplatte, beziehungsweise so ein XFS-Filesystem, was da drauf ist. Und diese OSDs haben ein Wissen, also alle von denen, über das komplette Cluster. Es gibt also nicht einen so einen zentralen Broker irgendwie oder so eine Management-Komponente, die das alles irgendwie nachhalten würde und das sind so dumme Sklaven, sondern die sprechen auch alle untereinander peer-to-peer sich untereinander ab, was wo liegt, um Replikation herzustellen von Daten etc. pp. Also das ist so der kein Single Point of Failure Ansatz, der auf einer Folie vorher kam, indem ich das komplette Wissen über das Cluster in die ganze Breite verteile. Dadurch, dass die so ein relativ breites Spektrum haben, sind die ziemlich hungrig, was CPU und RAM angeht. So, dann haben wir da mal ein bisschen gebenchmarkt. Dann haben wir gesagt, naja, jetzt wissen wir ja so, was unten drunter die Hardware hergibt. Haben wir mit einem Load-Generator blau schreiben, grün lesen rumprobiert und haben gesagt, naja, das sind so zumindest größenordnungsmäßig die Werte, wir haben das jetzt runtergebrochen wieder auf einen Node sozusagen, ungefähr die gleichen Werte, wie die Hardware hergibt. Der untere Teil ist auch langsamer mit 4 Generatoren, da haben wir erst hinterher festgestellt,
siehe Messungen, man kann auch Messungen fehlerhaft machen, dass wir einfach nicht genug Load-Generatoren drauf geschoben haben. Also wir haben, da steht jetzt 4 Generatoren, die haben halt einfach nicht genug Last erzeugt. Es idelte also noch ein Teil des Systems. Das haben wir aber dummerweise erst hinterher festgestellt. Also eigentlich würde man erwarten, dass das hier irgendwo bei 250 Megabyte oder sowas, also ungefähr das, was durch diese 2x1 Gigabit Netz geht. Das wissen wir inzwischen, dass das das auch wegschreiben und entsprechend wieder lesen kann. Also eigenen Rat nicht zu Ende befolgt, vernünftig messen, Werte erklären, hätte man damals gesagt, es muss doch irgendwo herkommen, aber da hing uns auch so ein bisschen die Zeit im Nacken. Jetzt können wir es nicht mehr messen, jetzt ist da Produktion obendrauf, also da kriegen wir was aufs Dach, wenn wir das jetzt für Benchmarks komplett lahmlegen. So, dann kommen wir zum Virtualisierungslayer. Jetzt haben wir Storage unten drunter, alles ganz toll, das ist schnell, das ist zuverlässig. Machen wir OpenStack oben drauf. So eine ganz einfache Software, da gibt es so ein Setup-Exe und wenn das dann durch ist, dann habe ich da eine Cloud. Nein, das ist so der freundliche Anblick von OpenStack mit so einem Dashboard links und dann so Compute, Network, Storage feinsäuberlich und das ist alles irgendwie magisch zusammengefügt. Klein bisschen detaillierteres Bild, da sieht man schon, ja, also ganz so schön und sauber ist das alles nicht. Und das ist wirklich ein Bild, das ist so noch die totale Vereinfachung. Es gibt auf der Homepage, das habe ich jetzt hier nicht drin, von OpenStack so ein Bild, das sieht aus wie ein Teller Spaghetti. Also, es ist sehr modular. Religionsfanatiker. Wie bitte? Religionsfanatiker. Ja, ja. Also es ist sehr modular, sehr flexibel. Zum Beispiel sieht man so diesen Swift-Dienst, der da auf der rechten Seite in dem rechtesten Kästchen ist, der sich um Storage kümmert. Also den verwenden wir zum Beispiel nicht in der Implementierung, die mitkommt, sondern da haben wir das Ceph reingeplackt. Also da kann man an sehr vielen Stellen Eingriff nehmen. Dadurch wird natürlich aber auch die Komplexität massiv. Und was dazu das führt, sehen wir dann später noch. Jetzt haben wir da so eine Applikation drauf gebaut. Die sah eben so im Screenshot die Anwendersicht. Jetzt zeige ich mal so gerade, wie die so von ihrem internen Aufbau her ist. Unten drunter diese 4 Storage Nodes mit den erwähnten OSDs drin, die da den Plattenplatz herstellen. Und obendrauf auf den weiteren Nodes, so 5 bis 10 glaube ich im Moment, die Compute Nodes. Entschuldigung. Und Center Device selbst besteht jetzt aus mehreren Komponenten, die hier oben so mit CD markiert sind. Das sind diese Tomcats zum Beispiel, wo verschiedene Sachen drin laufen. Und dann laufen da aber auch Elasticsearch und MongoDB mit in diesen VMs. Also es ist im Prinzip im Moment noch so eine Bare-Metal-System nehmen, in eine virtuelle Maschine stecken und oben auf diese Ceph und OpenStack-Variante draufsetzen. Wir hatten uns gewünscht, weitaus weiter zu sein in diesem Bestreben, das Ganze in kleinere Maschinen mit dedizierten Aufgaben zu zerlegen. Da sind wir im Moment aber noch so in so einem Testbetrieb, das hat die Produktion noch nicht erreicht. Da kommen dann so Sachen raus, wie halt hier zunächst mal diese externen Komponenten Elasticsearch MongoDB rausschälen und in eigenen Maschinen laufen lassen. Denn gerade die zwei treten sich gerne auch so, falls es dem Cache ist, kaputt. Also das ist an sich schon nicht so geschickt. So, jetzt fragt sich ja noch, wie überwinde ich hier diesen Graben? Da gibt es ja irgendwie Dokumente abzulegen und abzuspeichern, dann muss ich ja mir in dieses Ceph runterkommen, das sich aber so in dieser Bare-Metal-Welt verbirgt. Dazu gibt es diese auf der einen Folie eben schon gezeigte Komponente, die so ein S3 bzw. Swift-API-kompatibles Interface für so ein Object Store anbietet. Das läuft bei uns auf den Storage Nodes unten mit drauf. Wie kommt die Anwendung da dran? Ich möchte ja nicht der Anwendung mitteilen, wo diese ganze Hardware lebt und wie die heißt. Also sind da Proxys in den virtuellen Maschinen mit drin. Das heißt, die Anwendung spricht permanent nur Localhost gegen ihre H-Proxys. Und die H-Proxys sind die einzigen, die wissen, wie sie an diese Rados-Gateways kommen. Das ist sehr charmant, weil damit kann ich, weil die alle kennen und das so stateless HTTP-Requests sind, kann ich halt relativ problemlos sowohl unten auf Bare-Metal-Ebene Hardware runterfahren, Austausch, irgendwas, Reparaturen machen, als auch oben in der Anwendung zum Beispiel so Rolling Deployment machen. Wenn da irgendwas wegfällt, naja, durch dieses Gemesche in der Mitte ist halt immer sichergestellt, dass das, was läuft, auch noch auf Daten zugreifen kann und der Nutzer da idealerweise nichts von mitbekommt. Es hat eine Menge Vorteile, ne? Wie gerade schon gesagt, ich kann das ziemlich gut verteilen und so, es hat aber auch eine Menge Nachteile. Zum einen gibt es da so eine Library, die wir verwenden, jClouds. Ich weiß nicht, wer das kennt, so eine Java-API, die im Prinzip so alles an Cloud spricht, was es so gibt. Darunter auch Swift und S3-APIs. Die ist qualitativ besser geworden im letzten Jahr. Also letztes Jahr haben wir das angefangen, da war die so
ich will nicht sagen unterirdisch, aber da gab es einiges zu patchen, bis die tat. Inzwischen ist das ein bisschen besser geworden, aber auch da ist noch relativ viel im Argen. Und das Ganze hat natürlich, wenn man sich das Bild nochmal vor Augen führt, eine ziemliche Komplexität. Wenn da irgendwo in der Fehlermeldung jetzt steht, ja, Localhost, das kann viel bedeuten, weil das irgendwie immer Localhost ist, mit dem gesprochen wird. So, soweit im Schnellverfahren, im Galopp durch das System, was läuft, wie es aufgebaut ist. Und jetzt habe ich ja am Anfang so gesagt, alles kaputt aus dem täglichen Wahnsinn. Jetzt gibt es so größere und kleinere Katastrophen, die uns den Aufbau da, ich nenne es mal, versüßt haben. Und die werde ich mal so ein bisschen auflisten. Das ist keine vollständige Liste. Also wer da weiteres Interesse hat, da gibt es noch ein größeres Nähkästchen. Erstmal so Dinge, die uns auf dem Hardware-Level gebissen haben. Bonding Modes. Ich habe eben so gesagt, Baseline-Messung, Schrank, zwei Kabel, 2 Gigabit. So, jetzt macht man da so eine IPERF-Messung. Das Diagramm, was ich eben gezeigt habe, war schon das nach der Reparatur. Das jetzt hier so sehen, ja, okay, da läuft jetzt also hier so IPERF. Das mache ich sogar mit 2 Maschinchen gegen eine andere, um da genügend Variationen drin zu haben. Und kriegt da irgendwelche Werte raus. Und dann guckt man so, sagt da, ja, hier 500, da 500, das ist ein Gigabit, wir haben ein Gigabit-Kabel, alles ist gut. Nee, Moment. Wir wollen ja 2. Tja, wie stellt sich raus, wo kommt das her? Wir haben unsere Konfiguration natürlich erstmal im Verdacht gehabt. Haben rauf und runter konfiguriert. Stellt sich raus, Dell hat uns Switche verkauft, die das laut Zettel und laut Datenblatt können sollten. Ja, konnten sie aber nicht. Das ist aber nichts, wo man dann hingeht und sagt, Entschuldigung, ihr habt uns da was verkauft, das tut nicht. Was machen wir jetzt? Und sagen die, ah, ihr macht das alles falsch. Ihr müsst da die Konfiguration richtig machen. Nee. So. Ein Riesendrama, der Support über verschiedene Levels, dann hieß es ja, wenn ihr das, also das muss an euch liegen, mit Windows haben wir das Problem noch nie gehabt. Aha, gut, ja, dann zeigt uns doch mal, wie man das so in Windows einstellen würde. Ja, auch da, ja, muss man hier so ein Häkchen setzen, da so ein Häkchen setzen. Ja, das ist ja das Gleiche, was wir da in Textfiles auch tun. Nee, also irgendwie, das hat Wochen gedauert, bis man dann irgendwann kleinlaut eingestanden hat, okay, die Dinger können es nicht. Dann haben wir die Switche ausgetauscht und siehe da, dann kam da auch die Performance raus, die wir erwartet hätten. Also, wichtig, nichts für gegeben hinnehmen, nicht mal Datenblätter von Hardware, die man kauft, auch nicht, wenn das Personal des Hardwareherstellers sagt, doch, ihr macht das falsch und dann geht man ja erstmal von aus. Ne? Man sagt ja, dann kann ich der Erste sein, der das probiert. Wenn das jetzt nicht ginge, dann hätte das ja bestimmt schon jemand gemerkt und repariert. Nein, man ist immer der Erste. Alles ausmessen. Hätten wir das nicht von vornherein gemessen, wären wir halt nie mehr auf den Trichter gekommen. Wir hätten vielleicht irgendwann gemerkt, das performt nicht so, wie wir das wollen. Da stimmt irgendwas nicht. Wir hätten aber im Leben nicht mehr diesen Low Level im Verdacht gehabt. Wir haben gesagt, da stimmt was mit dem Bonding nicht. Also wichtige Lektion, alles messen. Netzwerk, 2. Teil. Bonding, WLANs. Jetzt haben wir das ganze Ding nochmal in einem 2. Cluster aufgebaut. Wir müssen ja sowohl Ausfallsicherheit, Backups, irgendwie Offsite etc. pp., 2. Schrank, verdammt gleiches Setup, gleiche Hardware, gleiche Firmware-Version, insbesondere von diesen Switches. Stecken da die ersten 5, 6, 7 Maschinen rein, alles ist gut. Stecken die nächste Maschine dazu, dauert es zwischen, ich sag mal, einer und eine Minute und 3 Stunden, fängt dieser Switch plötzlich an zu blinken wie ein Weihnachtsbaum. Da nochmal so, ne, gleiche Hardware. So sieht das Log vom Switch in dem Moment aus. Wenn man da jetzt so guckt, man muss das, da geht so ein PO4-Interface hoch, ah ja, das geht nach oben, oh, da geht was runter, ja, für diese ID4. Dann geht da was runter, hier ist plötzlich 2 down. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, über, wie man hier sieht, verschiedenste Interfaces, also nicht nur die, wo ich gerade was reingestöpselt habe, sondern alle anderen. Völliges Chaos, weil wenn man da so ein, ich sag jetzt mal so Ceph zum Beispiel, so ein netzwerkbasiertes Storage drunter hat und das Netzwerk sagt so plötzlich Port an, Port aus, Port an, Port aus, dann sagt dieses Cluster, da ist ein Bond weg, die Maschine ist tot, ich muss mal so rebalancen und fängt an Daten zu verteilen. Während sie das tut, schaltet jemand diesen Port aus. Tja, oh mein Gott, ich muss zurück nach dort. Man kann sich vorstellen, wozu das führt. Relativ schnell geht da gar nichts mehr. Dell Support, Firmware ist verglichen, Firmware ist upgedatet,
Vorwärts, rückwärts, Netzwerkkonfigurationen verglichen, alles gleiche Maschinerie wie im anderen Cluster. Dell Support ratlos, über Wochen hinweg, verschiedenstes ausprobiert, auch sehr schön, dass das Problem ja immer so unvorhergesehen, mal nach ein paar Minuten, mal erst nach ein paar Stunden auftrat. Man wusste also nie, was man gerade getan hat. Ist es jetzt bloß noch nicht wieder passiert oder ist es wirklich repariert? Ende vom Lied. Telefonkonferenz Dell Amerika, Ostküste, wir Solingen, Deutschland, Indien, Broadcom. Oh oh. Und dann stellt sich nach diversem Rummessen und Rumversuchen raus, ja, Firmware in den NIC-Interface-Chips kaputt. Läuft nach zufälligen irgendwas mit diesen MLAG-Paketen, die so dieses Bond-Verwaltungszeugs irgendwie steuern, laufen irgendwelche Puffer voll. Wie schnell die volllaufen, ist sehr davon abhängig, was gerade so in dem Cluster so passiert. Daher mal eine Stunde, mal nur zwei Minuten und dann bricht das völlige Chaos los. Nachdem man das wusste, jetzt im Moment fahren wir mit so einer Hotfix-Patch-Firmware in dem Switch. Wir haben dann mal bei Dell gefragt, wie lange es denn dauert, bis das so in ein offizielles Release findet. Also man muss sagen, das war irgendwann, ich würde sagen, so vielleicht Mai, Juni. Ja, Release mal gucken, so Oktober vielleicht. Okay, also wenn das jetzt noch jemand benutzt, so mit Bonding und so, blinkt es bei dem vielleicht auch, aber... Also damit sind wir jetzt erstmal happy. Also, nochmal, wir lernen, wir vertrauen nichts, nicht mal der Firmware. Ich sehe da schon den Kollegen Synax in der Ecke sitzen. Wir beschießen gerade von unserer Dell Firewall, deren DNS-Server pro Sekunde mit Hunderten von Requests, die völligen Murks enthalten. Die sind formal korrekt, aber da stehen so Hostnamen drin, die weitgehend aus FFs bestehen. Ja, das macht die Firewall halt gerade. Warum, wissen wir nicht. Ich bin auch da inzwischen bei irgendwie Software Engineering, Dell Hardware, Firmware, irgendwas für Firewalls. Sie suchen noch. Sorry dafür. Ja, der Knaller war, Synax sagt uns, wir stellen die DNS-Resolver um. Könnt ihr da mal umstellen? Ihr seid unsere Top-Nutzer. Ich denke, was sind wir Top-Nutzer? Wir haben im Prinzip ja nur Incoming-Traffic. Ich denke, was passiert denn da? Ja, dann habe ich mal geguckt, ja, und siehe da, seit Wochen und Monaten sehr zuverlässiges Upstream-DNS, auch wenn man das mit Schrott bewirft, aber wussten wir nicht. Fehler in der Firmware. Also, ihr könnt da... Ja, da sind auch 5, 6 echte zwischen, also so ist nicht. Also, das kann man gleich machen. Warum geht hier mein Display weg? Hallo? HDMI at its best. Wir versuchen das nochmal. Okay. So. Also, man kann natürlich vielleicht auch den Schluss ziehen, dass man keine Dell-Netzwerk-Hardware benutzen möchte. Genau, das ist, man wählt halt nur seinen Schmerz. Das Thema BIOS-Updates ist ein Jahr alt, das hat sich nicht verbessert, das habe ich letztes Jahr schon mal erzählt. Also wenn man, wie wir, mit allen Mitarbeitern wahlweise OS X oder Linux hat und dann so ein, zwei, wenn es hochkommt, Exoten noch mit Windows dazwischen und man will dann mal so eine Firmware updaten oder so ein BIOS oder so, dann muss man das mit einer Windows-Software machen, die natürlich .NET voraussetzt. Dafür muss ich dann erstmal eine VirtualBox installieren und ein Windows haben. Da habe ich dann dieses Ding drin. Damit kann ich dann diese Java-basierte Scheiße im Browser öffnen, damit ein virtuelles Laufwerk mappen und von da aus booten. Ist auch gar nicht langsam, sowas. Ich habe eine Woche nur Firmwares geupdatet. Das Schöne ist, das braucht auch nur so eine Viertelstunde ungefähr, so eine Karre zu booten. Was die da tun, weiß ich nicht. Es steht auf dem Display Configuring Memory. So, sehr wahrscheinlich. Sehr hübsch, wenn man das erste Mal macht und hat da so ein Self-Storage-Cluster zum Beispiel drauf und geht nicht davon aus, dass die Maschine so lange bootet, sagt dieses Cluster, der Host ist seit über einer Viertelstunde nicht da, der ist tot. Ich shifte mal Daten um. Wichtig vorher, wenn man rebootet, Seth Bescheid sagen, da ist gleich mal jemand OSD no out, bis der wieder da ist und dann wieder reinnehmen. Ja, also ja, gut, also ne, Tanz auf dem Vulkan. Ja, wichtig, Toolchain kennen. Dieses BIOS-Update-Thema, das hat uns damals so ein bisschen
unvorbereitet erwischt. Diese virtuelle Maschine wird auf mehreren Systemen aufbewahrt, damit da nichts drankommt. Weil sowas möchte man nicht unter Druck irgendwie machen müssen. Und dann feststellen, verdammte Axt, jetzt komme ich da nicht dran, jetzt fehlt mir ein Windows und dieses und jenes. Also so. Ähnliches Spiel, man muss dann auch wieder sowas treiben, das hatten wir dann auch auf der Suche nach diesem Switch-Problem, ja die Firmware in den NICs, in den Maschinen updaten, wo man dann in so einen Dell Lifecycle Manager reinbooten muss und dem ein Windows-Executable reinbasteln, wo der dann sich der Netzwerkkarten-Firmware-Teil raus extrahiert. Also es ist alles nicht schön. Ja, Ceph hat auch so seine Tücken, sage ich mal. Das macht so Sachen, wie ich habe eben gesagt, Gluster, da muss man immer mal so einen Feind drüber fahren, damit der merkt, ob irgendwo Sachen out of sync sind oder so oder Sachen kaputt sind. Das macht Ceph brav von selbst. Das ist das sogenannte Scrubbing. Einmal am Tag geht er hin und vergleicht die Metadaten von allen Objekten, die er so auf den 48 oder 100 oder wie viele Platten man da so hat, liegen hat und korrigiert irgendwelche Fehler, wenn da so Bitrot passiert. Lustig ist, das macht er zeitbasiert. Das Ding ist jetzt so und so lange oben. Dann ist einen Tag später Zeit für so ein Scrubbing. Jetzt stelle man sich vor, wie viele Festplatten in so einer Maschine gleichzeitig ungefähr gestartet werden. Ja, alle. Und wenn ich das ganze Cluster so im Abstand von 5 Minuten die Maschinen hochfahre, dann habe ich einmal pro Tag zu einer bestimmten Zeit so ein IO-Storm, wo die Dinger sagen, Moment, Konsistenzcheck. Das gibt es auch nochmal für Deep Scrubbing, wo der wirklich jedes Objekt liest und die Inhalte vergleicht. Das passiert einmal pro Woche. Dann ist völliges Drama. Also in der ganz aktuellen Ceph-Version ist das angeblich, das habe ich noch nicht versucht, angeblich verbessert, dass das nicht mehr so dieser rein nach Timeout ist das fällig passiert, sondern dass man das so ein bisschen geschickter schedulen kann. Wir haben es de facto bei uns ausgeschaltet und machen das mit Cronjobs verteilt über die Maschinen, so dass es sich über die Woche hinweg gleichmäßig verteilt. Ansonsten stirbt man da einfach vollkommen. Alles, was da oben drauf ist, timed aus und so. Also ganz was Furchtbares. Im Moment ist immer noch die Empfehlung, solange ich nichts Besseres weiß, manuell tun. Thema Rados Gateway. Diese lustige S3-Komponente. Ganz was Feines. Installiert man, legt ein paar User an und dann kann man da Zeug reinlegen. Kennt man von S3, ich lege so Buckets an und in die Buckets kann ich beliebig viele Objekte tun. Wir haben das so ein bisschen missbraucht. Da ist ein Default drin, pro User, den man da anlegt, kann man 1000 Buckets anlegen per Default. Haben wir ausgeschaltet. Haben gesagt, wir haben nur einen User, unsere eigene Anwendung. Das ist ja völliger Unfug. Das Blöde ist, diese Namen müssen unique sein. Daher kann man das verstehen, dass das nicht vollkommen freigegeben ist. Ja, und dann haben wir das gemessen. Das ging auch. Haben so ein bisschen gesehen, das wird langsamer im Laufe der Zeit. Aber irgendwann hat uns dann aber wir hatten so 1 Million Buckets inzwischen da drin. Und dann ist uns so ein OSD mal zufällig gecrashed, was mal selten passiert, aber es dauert halt ja nicht lang, bis der wieder da ist, außer in dem Fall. Dann hatten wir so eine Kaskade von Abstürzen durchs ganze System, weil das noch nie jemand getestet hatte mit 1 Million von diesen Dingern. Da ist er nämlich hochgefahren und hat gesagt, Moment, ich muss mal eben diese Datenstruktur anschauen, ob alles in Ordnung ist. Das dauerte so lange, dass irgendein Timeout griff und der so einen Suicide begangen hat. Was nur den Nächsten, der eigentlich sein Stellvertreter ist, dazu bringt, sagt, oh, der ist weg. Moment, ich gucke mir die Datenstruktur an. User-Limits beachten, wir scharden das inzwischen, wir haben gelernt, jetzt schardet die Anwendung das auf viele, viele User, die damit nicht so viele Buckets haben. Ist auch die Performance kurioserweise plötzlich viel besser geworden. Konfiguration lernen, benutzen und wichtig noch dazu, sage ich nichts im Detail zu, wenn das jemand macht, Rados Gateway und Snapshots, blöde Idee. OpenStack, ähnliches Problem, 2 Maschinen, Timeout zwischen diesen beiden Dingern, hüpft so eine virtuelle IP-Adresse umher. Wie kommt sowas? Ja, weiß man auch nicht, ist ja alles virtuell. So sieht Netzwerk aus in OpenStack, total trivial. Da oben habe ich so eine VM, die möchte von hier mit der sprechen. Dann geht die durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Interfaces. Also die Auskunft ist, hast ein Netzwerkproblem, machst mal TCP-Dump. Wo denn? Allein hier sind 8 und da sind die auf einer Maschine. Möchte ich ins Internet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oder 15 Interfaces. Hat der Kollege gemacht, stellt sich am Ende raus, was war es? Naja, da steht sowas drin. Da steht so ein Kommentar drüber. Das kann unter Umständen vielleicht manchmal Geschwindigkeit verbessern. Ubuntu macht da Default 0 rein. Warum? Heißt der liebe Herrgott, schreibt man da eine 1 rein, ist plötzlich das Netzwerk weg, ne? Also dieses Problem weg und die Kommunikation läuft völlig ungebremst. Muss man wissen.
4 Tage oder 5 Suche mit TCP-Dumping auf 18 Interfaces. Der ist schier verrückt geworden. Winziges Setting, 1 Byte Commit, massives Problem gelöst. Live-Migration, ich nenne es, der sich den Wolf patcht, das habe ich gemacht, total super. Ich muss eine Maschine runterfahren, migriere ich so eine VM von hier nach da, da kriegt keiner was von mit, alles super, geht bloß nicht. Weil, ja, brauchen wir ja Shared Storage für. Ja, Moment, wir haben ja Ceph. Ja, schon, aber da muss noch mehr auf Ceph liegen, was OpenStack standardmäßig nicht dahin legt. Also weiß es nicht, dass das Shared Storage ist und dann funktioniert es nicht. Ich glaube, 7 oder 8 verschiedene Python-Files, auch in akribischem Wühlen und Kleinarbeit, zurechtgepatcht. Jetzt können wir Live-Migration. Also es ist ein schieres Drama. Bug-Tracker lesen, weil was immer man hat, man geht immer davon aus, ich kann ja nicht der Erste sein. Oftmals ist man der Erste, manchmal aber nicht. Und dann sind so Bug-Tracker, wenn es auch nur so ähnlich ist, dann hat man zumindest schon mal so einen Hint, wie man da drankommt. Gleiches Thema, Heatstacks, wer OpenStack kennt, damit kann ich so komplett so ein Projekt beschreiben. Da gehören 8 Maschinen, 2 Load Balancer, 4 Netzwerke rein. Das gibt uns so ein Config-File und dann fährt er das automatisch alles hoch. Ja, außer man will das benutzen und stellt fest, das hat aber in unserer Version einen fiesen Bug und dann geht irgendein Kleinteil davon nicht. Auch da, ein so ein Wolf kommt selten allein, man patcht sich irgendwo durch die Python-Files, sucht nach Fehlern, committet wieder Zeugs. Also und ganz wichtig, was sich immer rausstellt, man betreibt niemals die Default-Konfiguration und oder die Konfiguration, die der OpenStack-Engineer auf seinem eigenen Notebook hatte. Das Fazit. Open Source. Alles da drin ist Open Source, mal von den Firmwares der Geräte abgesehen. Und das zugleich ein ekelhaftes Problem, weil natürlich das von 1000 Leuten irgendwie geschrieben wird, die sich alle vielleicht nur zum Teil untereinander kennen. Und ich habe keinen zentralen Ansprechpartner, wo ich hingehe und sage, hier Leute, das ist alles kaputt, da muss doch irgendwas zu machen sein. Wie gut das funktioniert, sieht man, wenn man dann zu den Hardwareherstellern läuft, dann vergehen trotzdem Wochen, obwohl es einen Ansprechpartner gibt. In Open Source ist alles kaputt, aber ich kann da reingucken. Und das ist so die absolute Quintessenz. Ich habe da zumindest die Möglichkeit, wenn ich mir die Arbeit mache und ein Problem habe, es zu identifizieren und auch zu beheben. Also auf diese Switch-Firmware warten wir halt offiziell heute noch. Und mit der Firewall weiß ich noch nicht, wie lange das dauern wird. Also das ist der ganz krasse Unterschied zu den kommerziellen Angeboten. Wenn ich da ein Problem habe, bin ich halt verraten und verkauft an den Hersteller. Hier das entsprechende Know-how und die Willigkeit zum Graben vorausgesetzt, komme ich da also tatsächlich dran. So, und damit kann ich also jedem nur sagen, man kann so Cloud auch produktiv und schön und funktionierend mit Open Source bauen, aber das ist kein Stück. Einmal das How-To durchlesen und die Schnipsel in das Terminal pasten, also genau an den Stellen, wo man es nicht erwarten würde, beißt einen das so unerwartet, dass man eben so eine Woche wie nichts verflogen ist, um ein Byte in der Config-Datei zu finden. Also Zeit einplanen, idealerweise Testsysteme nebendran haben und viel Geduld und Leidensfähigkeit mitbringen. Aber dann geht das. Wir laufen da produktiv drauf. Das ist erfolgreich. Das ist schön, wenn es schnurrt. Also da muss man auch dann tatsächlich mal eine Lanze brechen, dass das funktioniert auch. Es ist halt nur ein Schmerz, es aufzusetzen. Folien gibt es da. Wer das im Nachhinein sehen will oder Fragen stellen möchte. Ansonsten machen wir so eine Cloud-Fibel, die gibt es unter cloudfibel.de elektronisch, so als PDF. Wir sind dabei, gerade die 2. Auflage, die ist jetzt so ein knappes Jahr alt, das haben wir so dieses ganze Zeug mal zusammengefasst, was wir da erlebt haben. Und vielleicht noch 1-2 Sachen mehr. Die neue Version kommt, wie gesagt, ich tippe mal drauf, so in 4 bis 6 Wochen, schätze ich. Die wird dann unter der gleichen Anschrift zu finden sein. Da kann man sich dann auch eine Papierausgabe schicken lassen. Das Ganze ist auch in Blogposts noch und nöcher. Dafür ist vielleicht Slideshare dann besser, als das jetzt abzupinnen, wo das nochmal nachgelesen werden kann. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank. Wenn Fragen sind, ich bin noch da. Zeitmäßig haben wir jetzt 1 Minute, dann ist 12, aber völlige Begeisterung, niemand hat Fragen. So. Muss ja auch nicht. Frage. Zum Fazit am Schluss. Das ist ja einer der Kritikpunkte bei manchen Open Source und umgekehrt
wäre aber auch eine der Vorteile. Sie haben das jetzt sehr dargestellt, naja, dann wartet man halt und dann weiß man nicht. Aber das andere bei Source, das haben wir so etwas auf der Hand weggewischt, wenn man entsprechende Kompetenzen vor Ort hat. Ist das ja nicht so, dass jeder, ich denke auch bei jedem, die Kompetenzen erst mit der Zeit wachsen. Klar. Und das ist dann auch das Problem. Ja. Also das, ich konnte, bevor ich das gemacht habe, kein Python. Ich kann jetzt viel besser Python, weil OpenStack weitgehend in Python ist. Das Gleiche gilt halt für Thema Netzwerk. Also ich hatte, glaube ich, vorher ein relativ gutes Verständnis, auch schon relativ weit runter. Aber dass ich tatsächlich mal mit Broadcom Firmware Engineers telefonieren würde, hatte ich auch nicht erwartet. Es ist so, also man dieses ganze Open-Source-Zeug, es gibt die Möglichkeit, die Sachen selber zu machen. Aber klar, das ist jetzt nicht von jetzt auf gleich getan. Nur weil ich die Sprache kenne, ist das auch noch keine Garantie, dass ich jetzt diesen OpenStack-Fehler verstehe, weil auch das natürlich ein aus hunderten Teilen bestehendes Riesengesamtsystem ist. Also wir haben da das erste System aufzubauen, das von null anzufangen mit Ceph-Installation und Pipapo, haben wir so gut 9 Monate mit 2 Leuten quasi Vollzeit gebraucht und sind manches Mal auf die Nase gefallen. Dann haben wir angefangen, da die Applikation drauf zu packen. Das bringt dann den nächsten Sack Schmerzen mit sich, wenn man dann so diese Libraries benutzt für die APIs etc. Also auch da, man versenkt da Zeit und Aufwand noch und nöcher, aber man lernt halt dabei. Ne? Also wenn jetzt irgendwo so Probleme sind und ich das in so Log sehe, bin ich halt oftmals schon, ist okay, da weiß ich, wie oder wo ich gucken muss zumindest. Ich glaube, da war irgendwo die nächste Frage. Ja. Wir können einfach gleich essen gehen oder so. Ich habe sozusagen die gleiche Seite, ich habe ein paar Notizen gemacht. Ja. Was uns auffällt, wir machen es doch seit 3, 4, 5 Jahren und ich habe auch seit 2 im Produktiveinsatz und man sieht das Ding auch immer wieder mal auf eine Art um die Ohren. Und was mir auffällt ist, und gerade für die Frage der Open Source Kompetenzen, erstens, wenn du sowas machst, bist du auf der anderen Seite des Zauns. Du bist nicht mehr der Consumer, der ein schönes Cloud-Produkt einsetzt, sondern du bist an einem anderen Ende, wo du die ganze Scheiße am Hacken hast, um nach vorne was Schönes abzuliefern. Ja. Aber du musst es alles zusammenziehen und du musst die First Principles kennen. Du musst wissen, nochmal zurück von Neumann-Rechner-Architektur, wir haben nur CPU, Netzwerk, Storage, RAM, mehr gibt es nicht. Die haben physikalische Grundlagen, ja. Entweder du kennst die, dann kannst du dich auch mit den Kompetenzen langsam anfreunden. Oder dein ganzes Leben steht nur aus der Analogie, irgendwie Software ist wie XY. Und dann kannst du aber nicht mehr nachvollziehen, warum Bit XY auf der Netzwerkkarte da unten und was müsste jetzt eigentlich die sein. Ja. Das ist bei uns, ich merke, das ist der Kompetenzgrad. Dann kannst du dich da reinstutzen. Du kannst auch mal sagen, ja, das ist alles irgendwie riesig, aber jetzt nochmal hier, Physik, ja, das ist hier. Was man auch sagen muss, man ist ja nicht alleine. Also diese Ceph zum Beispiel, also C++ kann ich schon mal gar nicht. Lesen kann ich das ein Stück weit. Und wir hatten halt auch so 1, 2 Ceph-Probleme, die wirklich harte Bugs in den OSDs oder in den Monitoren oder was waren. Man hat aber, wenn man das lesen kann und wenn man dann auf die Mailingliste oder irgendwo in deren Bugtracker irgendwie ein bisschen eine fundierte Analyse reinschreibt und nicht nur sagt, alles ist im Arsch und ihr seid alle doof und repariert mir das gefälligst dafür, dass ich es nicht bezahle. Wenn man da sagt, so passt auf, das und das haben wir schon versucht, das und das sind die Logs, so und so stellt sich das dar, ist da eine unheimlich schnelle Wechselwirkung. Also es hat tatsächlich an der Stelle für einen so einen wirklich krassen Fehler, den wir da hatten, der uns wirklich lahmgelegt hat für eine kurze Zeit, der war innerhalb von ein paar Stunden mit Vorwärts- und Rückwärtsspielen, hatten wir halt da einen Patch, da muss man das Ding noch selber bauen. Das ist jetzt zwar auch ein bisschen Aufwand, aber man hat diese Möglichkeit. Also das ist echt, aber man muss da echt sich mit den Grundlagen, da kommt man nicht umhin an der Stelle. Ja, du hast eben gesagt, ihr habt ungefähr 9 Monate gebraucht. Jetzt hast du auch gesagt, Syn habt ihr nicht aufgesetzt, habt ihr die restlichen Komponenten, also ich könnte mir vorstellen, dass Doch, klar. Also nutzen Keystone-Clients, Cinder benutzen wir halt mit Ceph unten drunter. Also die API ist da. Neutron für das Netzwerk mit GRE-Tunneling an der Stelle, weil es halt nicht so viele Maschinen sind. Aber das habe ich vergessen. Nova, logischerweise. Also wir benutzen das schon. Wir verwenden, in dem Setup haben wir das noch nicht mit Heat aufgesetzt, weil Heat in Icehouse, in dem OpenStack-Release, was wir da haben, noch so ein bisschen kaputt ist, beziehungsweise manche Sachen einfach nicht kann. So ein OpenStack-Upgrade ist aber auch nichts, was man mal eben so macht. Insofern, aber wir haben da schon einen relativ umfänglichen Stack von Geschichten laufen. Ja,
Ja. Ja. Warum die nicht in Benutzung? Ich habe es nicht gesagt, genau. Die Maschinen hatten ursprünglich auch, wir haben die schon so bekommen, wir haben die nicht für dieses System, also zumindest die Hälfte der Maschinen, nicht für dieses System neu gekauft. Und da waren diese Festplatten drin. Da haben wir gesagt, super, dann haben wir ja einen riesen Storage-Bereich und haben uns ganz böse verschätzt, was so den CPU- und RAM-Konsum von Ceph angeht und hatten so kombinierte, weil da heißt es auch, wenn man nicht genug Hardware hat, naja, dann kann man das auch kombinieren, so Hybridknoten, die sowohl rechnen als auch Ceph machen. Das ist eine verdammt schlechte Idee, weil gerade RAM ist so ein Ding, dass wenn man sehr viele Objekte hat, die Monitore, das ist so eine andere Ceph-Komponente, die ziehen wie geisteskrank Speicher, wenn man da, die haben auch so das ein oder andere Leck und die OSDs auch, insbesondere in den Fällen, wo es zu so Recovery kommt, wenn irgendwo ein Ding ausfällt und die anfangen auszurechnen, wie wenig Daten muss ich tatsächlich übertragen, um wieder die genötigen Redundanzen etc. herzustellen, dann gehen da CPU und RAM-Bedarf massiv nach oben. Und wenn ich da gleichzeitig so Rechenknechte oben drauf habe, die mit FFmpeg irgendwie gerade ein Video rekodieren, dann passieren ganz unangenehme Dinge. Also wir haben das gelernt, wir haben da die dedizierten Compute-Nodes jetzt, da sind die Platten halt noch drin, weil sie halt da sind, aber die sind nicht im Cluster drin, wegen dieses Ressourcenkonflikts. So, zwar irgendwo hatte eben noch jemand die Hand oben, aber... Okay. Ja, also wir sind von Havanna ganz früh nach Icehouse, aber da hatten wir da noch keine Produktion drauf und das hat mich auch 3-4 Tage gekostet und zwischendurch lief es auch nicht. Also das ist auch nichts, was einem die kommerziellen Distributionen irgendwie abnehmen. Wenn ich das von SUSE kaufe als SUSE Cloud oder von Red Hat irgendwie, habe vergessen, wie das bei denen heißt, lang und kompliziert, ist halt genauso. Wenn ihr fragt, ist das mit Updates, dann sagen die, ja, jein. Wir geben euch ja ganz lange Support auf die Version, die ihr benutzt. Ja, aber, nee, aber es gibt halt von OpenStack keinen Pfad. Und die einzige Möglichkeit, die wir im Moment sehen, um da wegzukommen, wir würden halt gerne auf Kilo zum Beispiel dann gehen, auf die jetzt aktuelle oder vielleicht dann auf den Liberty oder was als nächstes kommt. Aber die einzige Möglichkeit, die wir da tatsächlich sehen, ist ein zweites Cluster neben dran zu stellen und dann Maschinen umzuziehen und dann mal zu gucken, also der Ceph ist davon ja unbenommen, also das scheint aber so die einzig gangbare Weise zu sein, um zumindest eine grobe Chance zu haben, nicht komplett runterzufallen. Schon mal in Produktion versucht? Da würde mich interessieren, womit und wie erfolgreich, weil das ist natürlich so ein Ding, was ich echt... Ja. Also, wenn du da Erfahrungen hast, bin ich da extrem dankbar, weil das ist natürlich sowas, was man, also das habe ich noch nie gehört, dass jemand sagt, das haben wir gemacht und das hat funktioniert, gerade noch mit dem Ceph so, mit dem Ceph drunter und weiß ich nicht was und während die Maschinen laufen und Netzwerk und so, aber sehr gerne da bin ich also sehr daran interessiert. Okay, ansonsten wünsche ich ein angenehmes Mittagessen. Ja, okay, danke.